die Schulen und die Straßen und die Kitas in Ordnung zu bringen. Also da klaffen unglaubliche Lücken dazwischen. Und eine solche Situation führt dann umgekehrt dazu, dass die Investitionsfähigkeit der Gemeinden, Städte und Gemeinden in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich ist. Ein Beispiel: Nordrhein-Westfalen kann man pro Einwohner zum gegenwärtigen Zeitpunkt 150 Euro an Sachinvestitionen im Jahr leisten. 150. In Hessen, bei euch hier, 239. Das ist schon ein ganzes Stück mehr. In Bayern 570 Euro pro Kopf. Das heißt mit anderen Worten, wir haben die dreifache Möglichkeit zu investieren, wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Es gibt Ecken, da ist es noch schlimmer, also Bremen, von mir aus Saarland und so weiter. Aber ich will ja nur signalisieren, dass es diese Unterschiedlichkeit gibt und dass das immer weiter auseinander geht. Und dass das unglaubliche Folgen hat. Und da stellt sich die Frage, wie kommt das eigentlich? Warum ist das so? Warum muss sich der Bund um sowas kümmern? Warum eigentlich? Ja, und dann gibt es natürlich mal ganz Schlaue, die sagen, ja, das liegt daran, weil in Nordrhein-Westfalen die Sozi ist das alles voll über den Fahrrad. Super. So, und dann haben wir Sören und mich einen Kollegen, Lothar Binding in Heidelberg. Das ist keineswegs eine Armutsgemeinde. Und der sagt immer, in Heidelberg geht es uns deshalb so gut, weil wir in Heidelberg haben die Werftenkrise so gut überstanden. Das haben wir gesagt. Und für uns war auch die Schadenkrise kein Problem. Und den Bergbau haben wir auch gut abgewickelt. Und wir haben auch keine Textilkrise wie in Pirmasens oder eine Schuhkrise. Das haben wir alles. Haben wir alles gut gemacht. Deswegen haben wir, wir sind eben besser als die. Dann leuchtet dann den Letzten ein, dass es irgendwie ein paar andere Gründe geben muss, Strukturkrisen, die sozusagen es erforderlich machen, dass nicht die parteipolitische Frage im Bundesland das Nötige ist, sondern dass es sozusagen eine staatliche, eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Und ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche von Dr. Schranke einen Brief gekriegt, das ist der Oberbürgermeister von Offenbach. Der erklärt mir dann, damit ich, wieder sagt das nur mal, damit ihr nicht glaubt, in Hessen wird nicht betroffen. Der hat 138.000 Einwohner zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Er hat die geringsten pro Kopf Personalausgaben, schreibt er zumindest. Er hat die höchste Grundsteuer aller Städte über 100.000 Einwohner in Deutschland und hat ein funktionierendes Freibad bei 138.000 Einwohner. Das ist keine Lebensqualität mehr. Das ist im Gegenteil, das ist das Gegenteil von Lebensqualität. Da muss man sich nicht wundern, dass die Menschen abwenden, wenn sie woanders hingehen. Und wenn diese Situation, wenn das alles noch zusammenkommt mit einer Vielzahl anderer Entwicklungen, die wir nicht so vorhergesehen haben, große Bedarfe bei Infrastrukturinvestitionen, demografischer Wandel beispielsweise, der Zug in die großen Städte, den wir so nicht gesehen haben, der Wohnungsprobleme wiederum verursacht und andererseits sozusagen auch ein Stück weit unser Mangel, unsere Verkehrssysteme wirklich zu optimieren oder so vernünftig darzustellen, wie wir das eigentlich machen müssten. Darüber kann Sören selbstverständlich viel besser und länger reden als ich, aber ich finde es jedenfalls auch ziemlich problematisch. Das kommt alles zusammen. Und diese Situation, die hat bei uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, im Koalitionsvertrag, gut, wir machen so eine Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse. Das wollte eigentlich ein Stück weit mehr die CDU. Wir wollten dafür einen Ausschuss haben für Kommunen, weil es den bis in den 60er Jahren nicht gegeben hat. Jetzt gibt es den wieder. Also die haben eine Kommission, wir waren auch nicht dagegen, das muss man auch sagen. Und dann haben wir den Ausschuss zusätzlich, also sozusagen sind die kommunalen Fragen ein Stück weit aufgewertet worden. So. Jetzt ist das Schöne an dieser Kommission, der Vorteil an dieser Kommission ist, dass das nicht eine Enquete-Kommission geworden ist. Ich finde das durchaus positiv. Also diese Enquete-Kommissionen, die haben immer eine wunderbare Öffentlichkeit, wenn sie gegründet werden, und eine wunderbare Öffentlichkeit, wenn sie einen Abschlussbericht machen. Und dazwischen reden die und reden die und reden die und keiner merkt das. Und jetzt diese Kommissionen, die wir gebildet haben, die haben jetzt Berichte vorgelegt mit der Chance, dass wenn die Große Koalition weiterhält und besteht, 2021, um das eine oder andere umzusetzen. Das ist überhaupt nicht schlecht, ne, wenn man sich was vornimmt. Und das dann hinterher auch noch umsetzen kann. Und das ist, wie gesagt, uns relativ wichtig. Diese Kommission ist gebildet worden aus Teilnehmern aller Bundesressorts. Daran sind beteiligt die kommunalen Spitzenverbände, sind alle Bundesländer daran beteiligt.
aber es sind nicht nur die Kommunen einzeln nicht daran beteiligt, sondern vor allen Dingen die Parlamentarier auch nicht, also weder Sören noch ich oder sonst ein Abgeordneter. Es ist eine reine Regierungskommission. Unter dem Vorsitz von, unter dem Vorsitz von Horst Seehofer, das ist der Heimatminister, das wollte er gerne werden, aber bisher jedenfalls hat noch keiner gemerkt, warum.